Gott, Heiliger Geist, Leben der Gnade und der Vereinigung mit dem Herrn. 158. Kennzeichen des Heiligen Geistes im Alten und Neuen Testament lassen sich viele finden. Wenn der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird, dann wird die Wüste zum Garten und der Garten wird zu einem Wald. In der Wüste wohnt das Recht, die Gerechtigkeit weilt jedoch in den Gärten. Das Werk der Gerechtigkeit wird der Friede sein, der Ertrag der Gerechtigkeit sind Ruhe und Sicherheit für immer. Gottes Volk wird an einer Stätte des Friedens wohnen, in sicheren Wohnungen, an stillen und ruhigen Plätzen. Nach dem Tag des Herrn, das heißt im Millennium, wird es geschehen, dass Gott seinen Geist ausgießt über alles Fleisch. Unsere Söhne und Töchter werden Propheten sein, unsere Alten werden Träume haben und unsere jungen Männer haben Visionen. Auch über Knechte und Mägde wird Gott seinen Geist ausgießen in jenen Tagen. 159. Gott hat jedoch seinen Geist auch Johannes dem Täufer bereits im Mutterschoß geschenkt. Er war groß vor dem Herrn. Wein und andere berauschende Getränke hat er nicht getrunken, und schon im Mutterleib wurde er vom Heiligen Geist erfüllt. War Johannes schon im Mutterleib vom Geist erfüllt, jedoch nicht seine Mutter, so ist das bei Maria anders. Sie war so vom Geist Gottes erfüllt, dass sie dadurch Jesus empfing. Der Engel antwortete Maria: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Dass Jesus die Frucht des Heiligen Geistes war, machte er unmissverständlich am letzten Tag des Laubhüttenfestes klar. Jesus stellte sich hin und rief: Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte Jesus den Geist, den alle empfangen sollen, die an ihn glauben, denn der Geist war bis dahin noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. 160. Woher der Geist Gottes kommen wird und aus welchem Grund, erklärt Jesus auch selber. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Wir aber kennen ihn, weil er bei uns bleibt und in uns ist. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater im Namen Jesu sandte, lehrte uns alles und erinnert uns an alles, was Jesus gesagt hat. Dieser Geist Gottes legt selber Zeugnis für Jesus ab. 161. Jesus sagt auch, warum er in den Himmel auffahren musste. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Erde überführen und aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Sünde ist, dass wir nicht an Jesus glauben. Gerechtigkeit ist, dass Jesus zum Vater ging, da er sein Werk auf der Erde geleistet hatte und wir Jesus somit nicht mehr sehen. Gerecht ist, dass der Herrscher dieser Welt, Satan, gerichtet ist. Jesus sagte unmittelbar danach auch, dass er uns noch vieles zu sagen hätte, aber wir können es ohne den Geist Gottes nicht ertragen.
Wenn aber jener in uns ist, der Geist der Wahrheit, wird er uns in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selber heraus reden, sondern er wird sagen, was er hört, und uns verkünden, was kommen wird. Er wird Jesus verherrlichen, denn er wird von dem, was Jesu ist, nehmen und es uns verkünden. Alles, was der Vater hat, ist Jesu eigen. Darum hat Jesus gesagt, der Geist nimmt von dem, was Jesu ist, und wird es uns verkünden. 162. Der Heilige Geist ist Gott. All die, welche dies nicht erkennen, auch aus dem Volk des alten Bundes, erleben eine Verhärtung ihrer Seele. Ihr Denken ist verhärtet. Bis zum heutigen Tag liegt die gleiche Hülle auf dem alten Bund, wenn daraus vorgelesen wird, und es bleibt verhüllt, dass er in Christus ein Ende hat. Bis heute liegt die Hülle auf deren Herzen, wenn Mose vorgelesen wird. Sobald sich aber einer dem Herrn Jesus Christus zuwendet, wird die Hülle entfernt. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. 163. Dieser Heilige Geist ist übernatürlich und gibt auch übernatürliche Kraft. Dies war bereits im Alten Testament so. So kam zum Beispiel der Geist des Herrn über Simson, und Simson zerriss einen Löwen mit bloßen Händen, als würde er ein Böckchen zerreißen. Aber seinem Vater und seiner Mutter teilte er davon nichts mit. Dies bedeutet, dass man nicht mit den Geistesgaben hausieren soll. Auch hier ist Reden Silber und Schweigen Gold. Nichtsdestotrotz haben wir durch Jesus Christus in dem einen Geist Zugang zum Vater. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. 164. Es gibt nur einen Gott, ein Wesen. Dennoch erscheint uns dieser eine Gott in drei Personen. Dies ist wahrlich nicht einfach zu verstehen. Wenn ich ein Bild dazu hernehmen müsste, wäre es ein Hühnerei. Es besteht aus dem Dotter, dem Eiweiß und der Schale und ist doch nur ein einziges Ei. Doch lassen wir besser die Bibel selber sprechen. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Hier haben wir zum ersten Mal alle drei Personen zusammen. Den geliebten Sohn, der Geist, der sichtbar herabstieg, und die Stimme des Vaters. Darum gibt uns Jesus den Auftrag, geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dieses Wort beinhaltet jedoch noch mehr. Die Jüngerschaft ist in der Taufe begründet, die Gemeinde Jesu aber auf den Felsen Petrus gebaut. Jesus nimmt in diesem Wort bereits vorweg, dass es Jünger geben wird, die sich nicht zu seiner auf Petrus begründeten Gemeinde zählen. Retten wird jedoch nicht zwingend die Mitgliedschaft in der verheißenen Gemeinde auf dem Felsen, Petrus, sondern bereits die Jüngerschaft, dem entspricht die Taufe, die uns jetzt rettet. Sie dient nicht dazu, den Körper vom Schmutz zu reinigen, sondern sie ist eine Bitte an Gott um ein reines Gewissen aufgrund der Auferstehung Jesu Christi. Dann sagte Jesus noch zu ihnen,
Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Rettung bringt somit die Taufe im Glauben und Brautschaft Jesu die Teilhaftigkeit als Jünger in der verheißenen Gemeinde. 165. Das Leben der Gnade ist die Vereinigung mit dem Herrn. Dieses entnehmen wir einmal mehr dem Gleichnis vom Rebstock. Jesus ist der wahre Weinstock und sein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an ihm, die keine Frucht bringt, schneidet er ab, und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Wir sind schon rein durch das Wort, das Jesus zu uns gesagt hat. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Nur durch Jesus haben wir somit in dem Geist Zugang zum Vater. 166. Als die Güte und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, hat er uns gerettet. Nicht, weil wir Werke vollbracht hätten, die uns gerecht machen können, sondern aufgrund seines Erbarmens, durch das Bad der Taufe, das in Wahrheit die einzige Wiedergeburt ist, und der Erneuerung im Heiligen Geist. Diesen Geist hat Gott in reichem Maße über uns ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter. So müssen wir Gott zu jeder Zeit für alle Jünger der ersten Stunden der Christenheit danken, weil Gott diese als Erstlingsgabe dazu auserwählt hat, aufgrund der Heiligung durch den Geist und aufgrund ihres Glaubens an die Wahrheit gerettet zu werden. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit heute an, denn wir wissen immer noch nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unserem Seufzen, da wir nicht in Worte fassen können, was wir eigentlich erbitten sollten. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes in uns ist. Dieser tritt so, wie Gott es will, für uns selber ein. 167. Darum sollen wir uns vom Geist Gottes leiten lassen, der in uns wohnt, dann werden wir das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist, das Begehren des Geistes aber gegen das des Fleisches. Beide stehen sich als Feinde gegenüber, so dass wir nicht imstande sind, das zu tun, was wir eigentlich wollen. Denn alle, die vom Fleisch bestimmt sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Alle, die vom Geist bestimmt sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Das Trachten des Fleisches führt zum Tod, das Trachten des Geistes aber zum Leben und Frieden. Denn das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, es unterwirft sich nicht dem Gesetz Gottes und kann es auch nicht. Wer vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Wir aber sind hoffentlich nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in uns wohnt. Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn Christus in uns ist,
dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn der Geist dessen in uns wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch unseren sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in uns wohnt. Wir sind also nicht dem Fleisch verpflichtet, so dass wir nach dem Fleisch leben müssten. Wenn wir nach dem Fleisch leben, müssen wir sterben. Wenn wir aber durch den Geist die sündigen Taten des Leibes töten, werden wir leben. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes. Und eben diese Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. 168. Wer von uns ist weise und verständig? Der soll in weiser Bescheidenheit die Taten eines rechtschaffenen Lebens vorweisen. Wenn aber unser Herz voll ist von bitterer Eifersucht und von Ehrgeiz, dann sollen wir nicht prahlen und nicht die Wahrheit verfälschen. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, eigennützige, teuflische Weisheit. Wo nämlich Eifersucht und Ehrgeiz herrschen, da gibt es Unordnung und böse Taten jeder Art. Doch die Weisheit von oben ist erstens heilig, sodann friedlich, freundlich, gehorsam, voll Erbarmen und reich an guten Früchten. Sie ist unparteiisch, sie heuchelt nicht. Wo Frieden herrscht, wird von Gott für die Menschen, die Frieden stiften, die Saat der Gerechtigkeit ausgestreut. 169. Die Werke des Fleisches aber entsprechen nicht dem, was wir von Christus gelernt haben. Wir haben doch gehört und sind unterrichtet worden in der Wahrheit, die Jesus ist. So legt den alten Menschen ab, der in Verblendung und Begierden zugrunde geht, ändert euer früheres Leben und erneuert euren Geist und Sinn. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Legt daher die Lüge ab und redet untereinander die Wahrheit, denn wir sind als Glieder miteinander verbunden. So lasst euch durch Zorn nicht zur Sünde hinreißen. Die Sonne soll über keinem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Der Dieb soll nicht mehr stehlen, sondern arbeiten und sich mit seinen Händen etwas verdienen, damit er den Notleidenden davon geben kann. Über unsere Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein Gutes, das den, der es braucht, stärkt und dem, der es hört, Nutzen bringt. Beleidigt also nicht den Heiligen Geist Gottes, dessen Siegel ihr tragt für den Tag der Erlösung. 170. Die Wirkung des Heiligen Geistes für ein heiliges Leben zeigt sich in der Veränderung des inneren Menschen. Dieser neue Mensch legt alles Schmutzige und Böse ab, ist zusehends sanftmütig und nimmt sich das Wort zu Herzen, das in ihn eingepflanzt worden ist und das die Macht hat, ihn zu retten. Er hört das Wort nicht nur an, beziehungsweise liest es, sondern handelt danach, sonst betrügt er sich ja selbst. Dabei kann er sehr lange auf Gottes Barmherzigkeit hoffen, doch auch diese hat eine Grenze, denn auch dem, der etwas gegen den Menschensohn, Jesus Christus, sagt, wird vergeben werden. Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt. So steht Jesus durch den Heiligen Geist bei jedem vor der Tür seines Herzens und klopft an. Wer seine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem wird er eintreten, und sie werden Mahl halten, Gott mit ihm und er mit Gott. 171.
Dies sind wahrlich wundervolle Worte, die Gott in Jesus uns gibt. Das rührt daher, weil wir nun seine Freunde sind, wenn wir tun, was er uns auftragt. Er nennt uns nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nennt er uns Freunde, denn er hat uns alles mitgeteilt, was er von seinem Vater gehört hat. Wir sind nicht nur Freunde. Ein Freund ist immer noch ein Fremder. Wir werden sogar Kinder Gottes genannt. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden und mit ihm auch verherrlicht werden. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Aber zugleich gab er ihr Hoffnung. Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber auch wir, obwohl wir als Gabe den Geist Gottes empfangen haben, seufzen in unseren Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Denn wir sind gerettet, doch in der Hoffnung. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man auf etwas hoffen, das man schon sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. Wenn nun schon wir, die wir böse sind, unseren Kindern geben, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten?